Hey und willkommen zurück hier am Donnerstag zu einer neuen Präsentation, die unbequeme Wahrheit. Es gibt tatsächlich auch einen Film dazu, den ich damals in der Schule mal gesehen habe. Ich glaube, das hieß auch die unbequeme Wahrheit gegenüber Klimawandel von Al Gore, dem Ex-USA-Präsidentschaftskandidaten. War zumindest, glaube ich. Und die unbequeme Wahrheit, über die wir heute reden wollen, ist, wie wichtig Aussehen im Umgang mit Frauen wirklich ist. Und ich mache deswegen ein Video dazu, weil ich immer wieder dieses Thema habe. Das Thema ist immer wieder relevant, das Thema ist immer wieder präsent, es wird immer wieder angesprochen. Ich habe immer wieder Männer, die rumheulen wegen ihrem Aussehen, immer wieder Männer, die sich beschweren wegen ihrem Aussehen. Das heißt übrigens, sich beschweren, also du machst dich schwerer, machst es dir selbst schwerer, sich beschweren. Nur um mal diesen Wortstamm zu verstehen. Deswegen habe ich heute diese Präsentation mitgebracht, die unbequeme Wahrheit, in der ich dir sage, aus meinen 5 Jahren Erfahrung als Coach und mittlerweile über 6, 7, fast 10 Jahren Erfahrung im Dating- und Flirtbereich, ich persönlich möchte ich dir erzählen, wie wichtig Aussehen im Umgang mit Frauen wirklich ist. Was ich dir hier sage, ist eine unbequeme Wahrheit. Das will ich einmal vorwegnehmen. Warnung an alle da draußen. Das hier ist kein politisch korrektes Video. Das ist kein Wir fühlen uns alle wohl Video. Das ist ein Video, nachdem du dich unter Umständen schlechter fühlst, als du dich gefühlt hast, wenn du das Video angeschaut hast, angefangen hast anzuschauen. Denn ich möchte dir wirklich ganz klar vor Augen führen, wie wichtig Aussehen im Umgang mit Frauen ist. Also ich möchte da ganz klare und wirklich ehrliche Worte mit dir wählen. Das heißt, wenn du nicht bereit für eine unbequeme Wahrheit bist, wenn du nicht bereit für auch politisch inkorrekte Sachen bist und dir ein Wohlfühlvideo gewünscht hast, dann tut es mir leid, denn ein Wohlfühlvideo wird es an dieser Stelle nicht geben. Und without further ado, also ohne weiter drum rumzureden, beginnen wir einfach mal mit einer kleinen Bildpräsentation. Und ich weiß, das ist relativ subjektiv trotzdem noch. Ich habe tatsächlich nicht so extreme Bilder finden können. Da musste ich halt auf die Gratisbilder-Webseiten zurückgreifen. Deswegen ist es immer noch relativ subjektiv, was du jetzt hier gleich sehen wirst. Trotzdem denke ich, sind wir uns einig und kann man das auch objektiv überprüfen, wenn man 100 Frauen oder 200 Frauen hinsetzen würde, würde ungefähr das Gleiche immer rauskommen, was wir hier jetzt rausfinden werden. Denn es gibt eine objektive Schönheit, ein objektives Gutaussehen, aber da kommen wir später nochmal drauf. Also objektiv bedeutet einfach, dass es nicht von dir persönlich abhängt. Klar, es gibt subjektive Schönheit. Ich finde einen anderen Typen besser als du. Aber es gibt auch etwas, was man objektiv als schön bezeichnet in unserer Gesellschaft. Nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern tatsächlich um den ganzen Globus herum. Aber wie gesagt, da gibt es dann auch immer gesellschaftliche Besonderheiten. Zum Beispiel in Japan ist es ja so, dass Frauen, die sehr helle Haut haben und Männer, die sehr eher so weiblich, jugendlich und auch helle Haut, das ist eher attraktiv bei denen. Zum Beispiel sehr braun zu sein, ist nicht sehr attraktiv bei denen. Und das ist ja bei uns zum Beispiel hier meist ein bisschen anders, zumindest mit diesem Bräune-Ding. Also, die ersten Fotos. Wer sieht objektiv besser bzw. attraktiver aus? Und mir ist klar, die beiden sind natürlich nicht unbedingt im gleichen Alter. Das macht aber für diesen Vergleich hier nichts. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass, wenn wir jetzt unser Geld darauf wetten müssten, der rechte Mann für eine Testgruppe von 200 Frauen durchweg besser aussehen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Frau den linken Mann auswählen würde. Hier in diesem speziellen Fall liegt es an folgenden Sachen. Man sieht beim linken Mann, die Haare gehen bereits zurück. Das ist ein Faktor, ein objektiver Faktor. Du siehst die Gesichtsproportionen des rechten Mannes. Er hat mehr so ein Kriegergesicht, nennt man das, wohingegen der andere Mann eher eine andere Gesichtsform hat. Also du siehst, bei dem rechten Mann kannst du die Gesichtsform deutlich erkennen, kannst du die Kaumuskulatur deutlich erkennen, alles ist besser ausgebildet, die Augen von dem sind besser platziert, also die ganze Gesichtsproportion passt beim rechten Mann besser, als sie beim linken passt. Der linke ist eher aufgedunsen natürlich, der rechte auch körperlich da einfach fitter und ich denke, jeder von uns würde da einfach übereinstimmen, dass der rechte objektiv gesehen einfach besser aussieht. Genau ist das hier der Fall. Hier ist es schon ein bisschen enger, weil wie gesagt, ich konnte keine so extremen Fotos finden, aber auch hier würden, glaube ich, jeder sein Geld darauf wetten, dass wenn wir 200 Frauen fragen, wir auf jeden Fall mit dem linken Mann gewinnen würden. Ja, der rechte Mann sieht nicht schlecht aus, aber man sieht Dinge wie zum Beispiel Hautunreinheiten bei dem rechten Mann. Von den Haaren erscheint das dort auch an den Seiten bereits zurückzugehen. Und von der Gesichtsform kannst du bei dem linken Mann so eine sehr kantige Gesichtsform erkennen.
gerade hier unten am Kinn. Und bei dem rechten Mann ist das etwas runder, auch wenn das durch den Bart jetzt versteckt ist. Würde man den Bart abrasieren, würde das Runde beim rechten Mann nochmal deutlicher zum Vorschein kommen. Der rechte Mann sieht nicht schlecht aus, aber wir können uns, glaube ich, einig sein, der linke Mann wäre der, der durchweg der Mann ist, der als besser oder attraktiver aussehend kategorisiert werden würde. Ein Bild habe ich noch, hier ist es auch relativ klar. Der linke Mann mit dem aufgedunsenen Gesicht, den nicht so optimalen Augen zu Nase und Mundproportionen, also sehr breite Nase, das ist für afrikanische, für schwarze Personen sehr normal tatsächlich, diese Nasenform. Auf der rechten Seite der andere Mann mit einem sehr guten Verhältnis, dem ganzen proportionalen Verhältnis, und dort sieht man auch wenn der Winkel des Bildes das jetzt nicht so gut zulässt, sieht man auch eher dieses kantige Gesicht, wo der andere eher ein rundes Gesicht hat. Und dieses kantige Gesicht mit diesen sehr hervorstehenden Wangenknochen, das steht eben für eine gute Fortpflanzungsfähigkeit beim Mann. Das ist eine attraktive, objektiv gesehen attraktive Eigenschaft eines Mannes. Und hier können wir uns, denke ich, auch einig sein, wenn wir Geld darauf verwetten müssten, würden wir uns für den rechten Mann entscheiden. Witzigerweise ist es auch bei Frauen so. Und hier war es noch schwieriger, passende Bilder zu finden, weil hier ist es in meiner Welt noch uneindeutiger. Aber trotzdem, hier mal ein Frauenbeispiel. Beide Frauen sind tatsächlich ziemlich hübsche Frauen. Und würde man die rechte Frau anders anziehen und ihr diesen schrecklichen Hut vom Kopf nehmen, dann sähe sie wahrscheinlich auch ziemlich gut aus. Das ist eine hübsche Frau, don't get me wrong. Trotzdem denke ich, wenn man jetzt diese beiden Bilder nebeneinander stellen würde und die Männer befragen würde, würden wir wahrscheinlich mehr Männer rausbekommen, die sich für die linke Frau entscheiden, allein schon wegen der Körperform. Du siehst da, das ist schon zu erkennen, sie hat sehr große Brüste, sie hat diese Sanduhrfigur, das siehst du, wie das da ungefähr weiter runtergehen müsste. Sie hat einen sehr kindlichen Look, also einen sehr jungen Look. Sie sieht also sehr, also junge Frauen wirken auf uns halt so, als wären sie optimal für die Paarung, für die Fortpflanzung. Die rechte Frau ist. Wie gesagt, das ist echt schwierig. Ich habe echt mich schwer damit getan, eine nicht so gut aussehende Frau zu finden. Und das ist keine nicht gut aussehende Frau, das ist eine hübsche Frau. Aber im Vergleich zu der anderen Frau, denke ich, sind wir uns einig, dass die meisten Männer sich dann doch für die linke Frau entscheiden würden. Wie gesagt, hier ist es nicht so super eindeutig, weil ich leider keine passenden Bilder dafür finden konnte, die ich nutzen durfte. Aber dir ist ja wahrscheinlich auch klar, dass es Körperformen gibt, die weniger anziehend sind und Körperformen, die mehr anziehend sind. Das kennst du als Mann ja, da muss ich dir ja wahrscheinlich nicht besonders viel sagen. Wenn jetzt eine Frau, wie in dem linken Beispiel, eine Sanduhrfigur hat, also dieses klassische 90, 60, 90 heißt es so, gegen eine Frau, die zum Beispiel überhaupt keine Kurven hat und einen sehr geraden Körper und einen sehr männlichen, jungenhaften Körper hat, ist natürlich klar, dass du sexuell dich eher von der linken Frau angezogen fühlst, als von einer Frau, die eher so den geraden Körper hat. Und bei der rechten Frau sieht das nämlich so aus, als hätte sie ein eher geraden Körper, zumindest im Vergleich zu der linken Frau. Und deswegen gibt es halt diese objektiv gesehenen Dinge, die Menschen attraktiver oder besser aussehend machen. Ja, wir hatten hier zum Beispiel die Jawline, heißt das im Englischen, hier die Kiefermuskulatur, das runde Gesicht gegen das etwas muskulösere Gesicht, sage ich mal so. Dann, ups, falsch rum. Hier ebenfalls die Hautuneinheiten gegen das sehr ausgeprägte Kinn hier bei dem Mann wieder und die sehr guten Gesichtsproportionen. Hier auch das runde Gesicht gegen das eher durchtrainierte Gesicht, der allgemein durchtrainierte Körper. Und das sind einfach Sachen, die generell anziehender wirken. Ein Mann mit weniger Körperfettanteil wird generell eher anziehend wirken auf eine Frau als ein Mann mit hohem Körperfettanteil. Witzigerweise ist das bei Frauen anders, denn es gibt auch für dicke Frauen sehr viele Männer, die speziell diesen Typ mögen. Es gibt extra Seiten, wo du dicke Frauen treffen kannst, aber, und das, jetzt kommt's, es gibt keine Seiten, wo eine Frau dicke Männer treffen kann. Denn klar gibt es ein paar Frauen, die auf dicke Männer stehen, das will ich gar nicht sagen. Das ist aber einfach nicht viel, weil dicke Frauen können nämlich trotzdem noch dieses Taillenverhältnis haben. Das, was du auch auf dem linken Bild so annähernd erkennen kannst, dieses 90-60-90. Natürlich ist da dann Fett drüber in dem Fall bei dicken Frauen, aber die können trotzdem einen weiblichen, femininen Körper haben und deswegen attraktiv sein. Ja, einen männlichen Körper verbinden wir eben nicht mit Fett, verbinden wir eben nicht mit Übergewicht, und deswegen gibt es eigentlich im weiblichen Camp kaum Frauen, die sagen, ja, ein übergewichtiger Mann, das ist super attraktiv. Wobei es im männlichen Camp Leute gibt, die sagen, eine übergewichtige Frau, durchaus sehr attraktiv. Ne? Also, es gibt objektive, ja, objektiv beobachtbare Kriterien, wissenschaftlich beobachtbare Kriterien, die
uns sagen oder die, an denen wir festmachen können, wie attraktiv eine Person ist. Das wurde auch zum Beispiel auch bei Babys getestet, die Gesichter von objektiv gesehen hübschen und weniger hübschen Menschen gesehen haben und sich generell zu den hübscher aussehenden Menschen mehr hingezogen fühlten. Wir kommen jetzt gleich noch ganz genau darauf, warum das so ist. Das erkläre ich dir jetzt gleich, um dann später noch auf darauf zu kommen, was du speziell machen kannst in deiner speziellen Position. Aber erstmal ganz wichtig, es gibt objektiv gesehen, also von dir unabhängige Kriterien für gutes Aussehen und schlechtes Aussehen. Das muss man ganz klar mal so sagen. So, also wir kommen zu der ersten Conclusion. Aussehen spielt eine Rolle, denn das tut sie und das habe ich dir in den anderen Videos zum Thema Aussehen auch immer schon gesagt. Ich habe nie genau gesagt, wie groß die Rolle wirklich ist. Das möchte ich jetzt hier genau erklären, möchte hier genau darauf eingehen. Natürlich spielt Aussehen eine Rolle. Ja, wen das jetzt überrascht, tut mir leid, das spielt eine Rolle. Wir kommen später zu den anderen Faktoren, die da auch mit reinspielen. So, warum spielt Aussehen eine Rolle? Dafür gibt es zwei Hauptgründe, die ich hier ansprechen will. Nämlich zuerst mal ist es biologische, sexuelle Faktoren. Das heißt, wir finden gewisse Gesichtsformen und Körpermerkmale anziehender als andere. Das ist universal. Hier nochmal das Vergleichsbild. Da auf dem linken Bild haben wir halt die Sanduhrfigur der Frau, auf dem rechten Bild das sehr, ja, sehr gut tonierte Kinn des Mannes, die sehr gut aussehende Gesichtsform allgemein des Mannes. Macht einfach zwei attraktive Menschen. Bei einem Mann, das ist kein Model, kein männliches Model, könnte man noch viel bessere Beispiele finden, aber es ist schon mal ein gut aussehender Mann. Natürlich ist das ein Photoshop-Foto oder was auch immer, aber darum geht es überhaupt nicht, denn die Photoshop-Fotos, wenn man die korrigiert, dann korrigiert man die halt hin zum Ideal. Und dieses Ideal gibt es ja tatsächlich. Es gibt ja Leute in der Welt, die auch ohne Photoshop so aussehen. Und deswegen korrigiert man es hin zum Ideal. Also biologisch-sexuelle Faktoren und das ist halt wirklich universal. Also du wirst dich von einer Frau, die eine 90-60-90-Figur hat, eher angezogen fühlen als von einer Frau, die sehr männliche Features hat, die einen sehr männlichen Körper hat, sehr geraden Körper, kaum Hintern, kaum Taille, kaum Brust. Da wirst du dich von einer Frau mit großen Brüsten, einem schönen Hintern und einer Bienen- oder Wespentaille eher angezogen fühlen. Das ist einfach universal tatsächlich so der Fall. Das hat wie gesagt nichts mit persönlichen Präferenzen zu tun. Kann einfach sein, dass du bis jetzt nur was mit, ich sag mal so, sehr geraden Frauen, geraden Körperfrauen zu tun hattest und deswegen darauf schon konditioniert bist, das sehr gerne magst. Aber universell gesehen ist das ein Fakt. Also der genetische Faktor ist da. Das junge Aussehen der Frau, das signalisiert hier einfach Fruchtbarkeit, genauso wie das die Gesichtsform des Mannes, das in diesem Fall gesunde körperliche Merkmale signalisiert. Und das beides ist positiv für die Fortpflanzung. Danach suchen wir natürlich auch die Leute aus, mit denen wir sexuell werden. Der zweite Faktor ist auch sehr, sehr interessant, nämlich gesellschaftlich konditionierte Faktoren. Ich habe es ja eben schon mal kurz gesagt und konditioniert haben wir ja schon mal besprochen. Nämlich durch Werbung, Filme etc. werden wir auf gewisse Assoziationen getrimmt. Ne? Also Assoziation ist angenommen, du und ich gehen jetzt in ein gewisses Café und dort lachen wir immer und haben ganz viel Spaß. Und dann assoziieren wir dieses Café damit, ganz viel Spaß zu haben. Ja, das Café ist natürlich nicht schuld daran. Das Café hat da gar nichts mit zu tun. Das haben wir ja gemacht. Aber an diesem Ort werden wir uns wahrscheinlich sehr gut fühlen, weil wir an diesem Ort immer Spaß haben. Das heißt, wir assoziieren dieses Café mit Spaß. Obwohl das Café mit dem Spaß nichts zu tun hat, den machen ja wir. Ne? Wir gehen ins Café, haben zusammen Spaß. Und assoziieren das dann damit. Genauso ist es in Hollywood-Filmen. Ein Beispiel: Superhelden sehen eher so aus. Na, du siehst es, da siehst du auch wieder die Gesichtsform. Das ist die klassische Krieger-Gesichtsform. Ja, das sieht man jetzt nicht von der Seite, aber hier vorne. Das Kinn ist ein bisschen weiter nach vorne. Du siehst hier ein sehr etwas längeres Gesicht, kein rundes Gesicht. Und du siehst hier die hohen Wangenknochen, die diesen Superman in diesem Fall sehr heldenhaft aussehen lassen. Du siehst die breite Brust, der Mann ist anscheinend muskulös. Also unsere Superhelden sehen halt so aus und nicht so. Ne? Also die sind nicht dick. Das wäre quasi diese klassische Nerd-Figur, ein bisschen dicker, mit einem Bart und einer runden Gesichtsform. So sieht unser Superheld ja nicht aus. So sehen die Superhelden vielleicht in Verarsche-Filmen aus, aber nicht in wirklichen Filmen. Und das heißt, wenn du jetzt diesen Film siehst mit diesem Helden, der diese ganzen tollen Sachen macht und der sieht aus wie im linken Bild, dann assoziierst du eben diese ganzen tollen Sachen mit einem gut aussehenden Mann. Ne, das ist ja klar. Dieser Mann rettet die Welt, dieser Mann ist cool und du denkst dir, wow, ich wäre auch gern so ein Held. So wäre ich auch gerne. Dann siehst du, wie der aussieht und assoziierst gutes Aussehen mit all diesen Dingen. Und das ist total
wichtig und total elementar zu verstehen. Wenn wir eine gut aussehende Person sehen, ja, und da komme ich jetzt gleich zu, wenn wir eine gut aussehende Person sehen, dann tritt der Halo-Effekt in Kraft. Und der Halo-Effekt, das ist ein psychologischer Effekt, bedeutet einfach, wir schließen von einer Eigenschaft auf viele. In diesem Fall schließen wir von dem super heldenhaften Aussehen, von dem guten Aussehen auf andere positive Eigenschaften, die wir unter Umständen assoziiert haben. Ja, also wir sehen diesen Superhelden und denken, wow, der Superheld, der Männer, die so aussehen, die retten die Welt, die machen die und die coolen Sachen, weil wir halt diese tollen Sachen, die dieser Superheld im Film zum Beispiel macht, mit diesem Aussehen assoziieren, nicht mit dem Aussehen auf der rechten Seite. Damit assoziieren wir etwas anderes. Ja? Die Werbung macht das ja auch, indem sie uns einfach Klamotten an Models präsentiert. Wenn ein Model ein Kleidungsstück präsentiert, denkst du dir, wow, wenn ich dieses Kleidungsstück trage, sehe ich auch so aus wie das Model. Dann wirkt das auch so wie bei dem Model. Natürlich wirkt das nicht so wie bei dem Model. Du bist ja ganz anders vom Körpertyp her. Du siehst ja ganz anders aus. Aber das ist die Assoziation, die Werbung uns gerne beibringen möchte. Und dann kommt der Halo-Effekt zum Tragen. Und da habe ich ein persönliches Beispiel, eine kleine Geschichte, die ich dir gleich erzählen will. Aber der Halo-Effekt heißt einfach, wir schließen von einer Eigenschaft auf viele. Ja, Beispiel, hier haben wir einen Mann und nehmen wir mal an, dieser Mann ist ein objektiv gut aussehender Mann. Ja, was objektiv gut aussehend ist, haben wir eben schon mal leicht angeschnitten. Nehmen wir an, dieser Mann ist so ein objektiv gut aussehender Mann. Jetzt sehen wir diesen Mann und ohne etwas über ihn zu wissen, schließen wir auf andere Eigenschaften. Ganz, ganz automatisch. Und das können Eigenschaften sein, die wir in Filmen schon mal gesehen haben oder in der Werbung oder im Fernsehen oder irgendwo anders. Könnte zum Beispiel sein, dass wir denken, er muss erfolgreich im Job sein. Er ist gut aussehend, er muss erfolgreich im Job sein. Vielleicht denken wir, er hat viele Freunde. Oder wir denken, viele Frauen stehen auf ihn, weil er ja objektiv gut aussieht. Und wir wissen, objektiv gut aussehende Männer in Filmen kriegen Frauen. Na? Oder wir schließen oder halten ihn automatisch für sympathischer und das passiert, deswegen habe ich es rot angemalt, automatisch. Das sind automatische Prozesse, von denen wir gar nichts mitbekommen. Oder es kann auch sein, dass wir mit ihm assoziiert sein wollen, weil er Wert durch sein Aussehen hat. Das ist tatsächlich so und das ist sehr, sehr krass. Leute wollen mit gut aussehenden Leuten assoziiert sein. Also Leute wollen zum Beispiel mit gut aussehenden Leuten eher befreundet sein. Natürlich, der charakterliche Teil, den gibt es natürlich auch. Wenn der Typ eine scheiß Persönlichkeit hat, dann nimmst du natürlich Abstand von dem. Aber wahrscheinlich würdest du eher mit einem gut aussehenden Mann befreundet sein wollen, der ungefähr die gleichen Charaktereigenschaften hat, wie mit einem Mann, der überhaupt nicht gut aussieht. Ja, das ist ganz automatisch. Weil durch die Assoziation mit diesem Mann haben wir auch Wert. Ja? Und Halo-Effekt, was man verstehen muss, ich hatte letztens ein Coaching, da war ein Teilnehmer aus der Schweiz bei mir. Und der war so in seinen 40ern und der sah wirklich, 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 wirklich gut aus. So George Clooney-Typ, also wirklich ein super gut aussehender Mann. Der war auch sehr erfolgreich in seinem Beruf, ne? Hatte eine sehr angesehene Position. Der war im ärztlichen Bereich unterwegs. Und da habe ich gemerkt, ich, der sich dieser Sachen eigentlich bewusst ist, wie der Halo-Effekt, habe ich gemerkt, wie der Halo-Effekt bei mir wirkt und ich automatisch von seinem Aussehen und von den anderen Dingen, die ich wusste, zum Beispiel seinem Job, aber das Aussehen hätte gereicht, habe ich automatisch auf diese Dinge da geschlossen. Ich habe automatisch diesen Mann bedeutend besser wahrgenommen, als er dann wirklich war, als wir unterwegs waren. Also es war kein schlechter Mann, nur war er zum Beispiel im Flirten nicht ansatzweise so gut, wie ich gedacht hätte. Aber ich hätte gedacht, der ist ziemlich gut. Habe ich einfach deswegen gedacht, weil der Halo-Effekt in Kraft getreten ist. Und der Halo-Effekt tritt bei uns allen in Kraft. Da können wir überhaupt nichts gegen machen. Naja, also ich erkläre es nochmal, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir assoziieren eben Dinge mit dem Aussehen. Ja, Superhelden sehen nicht aus wie rechts, sondern sehen aus wie links. Männliche Models sehen nicht aus wie rechts, sondern sehen aus wie links. Also assoziieren wir gute und positive Dinge, weil männliche Models hängen dann auch meistens mit hübschen Frauen rum, Superhelden kriegen meistens die coolen Frauen, die Leute himmeln die Superhelden an. Wir assoziieren, verbinden all diese tollen Sachen mit dieser linken Person, dem gut aussehenden Mann und dann tritt der Halo-Effekt in Kraft. Das heißt, wenn wir so einen gut aussehenden Mann sehen, dann kommt all diese Sachen, die wir durch Filme, Gesellschaft, Werbung mit diesem Mann verbunden haben, all diese mit dem gut aussehenden Mann verbunden haben, all diese Sachen werden dann wieder hochgeholt und das ist der Halo-Effekt. Und das passiert, wie ich da schon geschrieben habe, automatisch. Okay? Automatisch. Es gibt ja aber diesen Spruch, dass
gut aussehende Menschen es leichter haben im Leben. Und das würde ich unterschreiben. Ja, gut aussehende Menschen haben es leichter im Leben. Genau deswegen eben. Ich hatte auch schon mal so einen Fall. Also ich bin ja nicht super gut aussehend model-like. Ich bin, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen über dem Durchschnitt. Sehe aber auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und ich habe es auch schon mal erlebt, dass jemand geschätzt hat, dass ich etwas sehr gut kann, obwohl ich das gar nicht wirklich konnte. Also er hat auch, das war auch Halo-Effekt-mäßig, hat er von Eigenschaften, die er kannte, auf andere Eigenschaften geschlossen, obwohl das gar nicht unbedingt der Fall war. Und ich habe mich gewundert, hey, wie kommt er denn da drauf? Dann kam mir die Idee mit dem Halo-Effekt. Also Halo-Effekt erklärt, warum es gut aussehende Menschen leichter haben in der Welt. Ja, weil wir diese Dinge, die wir eben in Filmen, Fernsehen und so weiter sehen, mit diesen Menschen verbinden. Und die Schlussfolgerung, die daraus folgt, ist folgende. Das Leben verteilt die Chancen für den Datingmarkt erst einmal unfair. Ja, ich lasse es einmal sinken. Das Leben verteilt die Chancen für den Datingmarkt erst einmal unfair. Ja, das ist unfair. Das ist nicht fair. Nicht alle bekommen die gleichen Chancen bei der Geburt wie der andere. Das ist der Fall. Das ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. Und das ist vielleicht die unbequeme und harte Wahrheit, mit der man sich abfinden muss, denn das Leben ist nicht fair. Gleich erzähle ich dir, wie die meisten Männer damit umgehen und wie du optimalerweise mit dieser Wahrheit arbeitest. Ja? Das Leben verteilt die Chancen für den Datingmarkt erst einmal unfair. Und wie krass das sein kann, möchte ich dir an diesem Beispiel einmal zeigen. Es kann nämlich auch sein, dass du gar nicht weißt oder nicht genug weißt, um deine Chancen optimal zu nutzen. Und das wird an diesem Beispiel ganz besonders deutlich. Ich habe mich jetzt in den vergangenen Tagen, als ich in meiner Heimat war und ein bisschen Urlaub gemacht habe, sehr viel mit diesem Thema Aussehen auseinandergesetzt, weil ich es super interessant fand und habe dabei dieses Bild gesehen. Und das ist der gleiche Junge, wie man das schon erkennen kann. Auf dem linken Bild ist er, glaube ich, 7 Jahre alt, auf dem mittleren ist er. Oder er ist 9, 13 und dann nochmal später. Oder er ist, ich glaube, er ist 9 auf dem linken, in der Mitte ist er 13 und rechts ist einfach nur nochmal eine Seitenansicht vom 13-jährigen Jungen. So, und jetzt wird's interessant. Auf dem linken Bild siehst du eine Gesichtsform, die ganz anders ist als die Gesichtsform vom rechten Bild. Siehst du das? Also auf dem linken Bild hat der Junge eher ein kantiges Gesicht, ne, das sieht man sehr eindeutig. Und auf dem Bild daneben hat er eher ein so rundes, schwabbeliges Gesicht. Und das siehst du auch auf dem ganz rechten Bild dann nochmal. Du siehst, wie, und das ist so eine klassische unattraktive Gesichtsform, ganz außen rechts, das Kinn ist so nach hinten. Ja, das Kinn unten entwickelt sich nach hinten und nicht nach vorne. Im linken Bild siehst du, wie das Kinn sich eher nach vorne entwickelt. Also ein attraktives Kinn entwickelt sich meistens eher nach vorne und nicht nach hinten. Das Kinn ist in diesem Fall der hinterste Punkt des Gesichtes dieses Jungens. Und das macht das Gesicht unattraktiver. Ich denke, wir sind uns alle einig, und da kommen wir wieder dazu, dass das ganz linke Gesicht attraktiver aussieht als das mittlere Gesicht bzw. das rechte Gesicht. Und das liegt daran, dass die Gesichtszüge dieses Jungen eingefallen sind. Na, das sieht man ganz außen rechts, das Kinn ist weiter nach hinten, die Lippe zieht nach unten und du siehst es im mittleren Bild. Und im linken Bild siehst du, das Kinn ist eher definiert, das Kinn ist eher nach vorne entwickelt. Man sieht die Seitenansicht nicht auf dem linken Bild, aber man kann das auf jeden Fall sehen. Das Gesicht ist definierter, in der Mitte ist das Gesicht runder. Und jetzt kommt der Witz. Also, dieser Junge dort hätte theoretisch ganz anders aussehen können, aber eine einzige Sache hat sich in seinem Leben geändert, die dafür gesorgt hat, dass sein Gesicht jetzt so aussieht, wie es da aussieht. Also unser Gesicht entwickelt sich ja in diesen Jahren dann einfach weiter. Und eine Sache, von der sicherlich noch nie jemand irgendwas gehört hat, und ich war selbst überrascht, als ich das gehört habe, hat dafür gesorgt, dass dieser Junge so aussieht, wie er da jetzt aussieht. Ja, dass dieser Junge, ich sag mal, gut aussehen Potenzial verschwendet hat. Das wusste er natürlich nicht, denn dieser Junge hatte, ich glaube, eine Zahnspange bekommen oder irgendwie sowas in der Art und war, oder irgendwas hat er bekommen und dagegen war der allergisch und aufgrund dieser Allergie konnte er nicht mehr durch die Nase atmen, sondern hat angefangen durch den Mund zu atmen. Das siehst du im mittleren Bild, der hat den Mund da auch so leicht offen stehen, wo er im linken Bild den Mund geschlossen hat. Das ist also der Unterschied. Dieser Junge hat angefangen durch seinen Mund zu atmen, ausschließlich, wo er vorher durch die Nase geatmet hat. Und tatsächlich ist es so, und das wusste ich nicht, und das weißt du sicherlich auch nicht, wenn du durch den Mund atmest, wenn du in deiner Entwicklungsphase anscheinend durch den Mund atmest, dann kann das sehr, sehr negative Konsequenzen für deine Gesichtsform haben. Ja, weil indem du durch den Mund atmest, hast du halt eine ganz andere Stellung. Ja, das kannst du dir vorstellen. Mach mal deinen Mund auf und atme mal durch. Und jetzt schließ mal deinen Mund und atme durch die Nase.
ist eine ganz andere Gesichtsstellung. Und wenn du das über Jahre machst, über die Jahre, in denen sich deine Gesichtsform, dein Schädel entwickelt, wenn du noch kleiner bist, in dem sich das alles entwickelt, die ganze Knochenstruktur, die ganze Muskelstruktur, dann kann es sein, dass sich so eine Entwicklung vollzieht von einem auf dem linken Bild ja sehr gut aussehenden Jungen zu einem auf dem mittleren Bild nicht mehr so gut aussehenden Jungen. Einfach nur deswegen, weil dieser Junge durch den Mund geatmet hat, statt weiterhin, und das hat er wahrscheinlich vorher gemacht, vor dieser Allergie, durch die Nase zu atmen. Ich fand das so krass, als ich das gesehen habe. Also das Leben verteilt die Chancen erstmal unfair, was das Aussehen angeht. Und dann kommt noch hinzu, dass so eine Scheiße, angenommen du weißt das nicht, dir nicht alles kaputt machen kann, das ist das falsche Wort, das ist ja Blödsinn, aber dir so viele auch theoretische Chancen nehmen kann, weil du das nicht wusstest, weil dieser Junge durch den Mund geatmet hat, statt durch die Nase. Und das ist so krass. Also ich war geschockt, als ich das Bild gesehen habe und den Hintergrund dazu erfahren habe. So kann es halt laufen. Also die Kontrolle darüber, die du hast, die kann jetzt auch schon wahrscheinlich zu spät sein. Denn im Erwachsenenalter, wenn du dein ganzes Leben durch den Mund geatmet hast, dann kannst du es in deinem Erwachsenenalter nicht durch Nasenatmung wieder korrigieren, glaube ich. Ich bin da kein Experte, aber so habe ich es mitbekommen. Einfach ein krasses Beispiel dafür, wie die Chancen unfair verteilt sein können oder wie du einfach nicht genug weißt und dir wegen irgendeiner Sache, die du nicht weißt, so viele theoretische Chancen gleich zerhaust, weil der Halo-Effekt tritt natürlich jetzt ganz anders in Kraft. Wir verbinden mit dem mittleren Jungen etwas ganz anderes als mit dem Jungen außen links. Es wäre so interessant zu sehen, wie der Junge ausgesehen hätte, hätte er weiter durch den Mund geatmet. Durch die Nase geatmet. Aber das einfach mal zum Zeigen, wie krass das sein kann. Das alles heißt, dass dieser Mann da links, plus flirten lernen, plus sich als Mann entwickeln und sein Leben optimieren, vielleicht die gleichen Chancen hat wie ein Mann, der einfach nur gut aussieht wie der auf der rechten Seite und vielleicht nicht mal das. Ja, das heißt, wenn du alles gibst, wenn du dich optimierst, wenn du dein Leben auf Vordermann bringst, wenn du flirten lernst, hast du vielleicht die gleichen Chancen, angenommen, du siehst so aus, angenommen, das trifft auf dich zu, dann hat dieser Mann vielleicht die gleichen Chancen wie der Mann auf der rechten Seite und wahrscheinlich nicht mal das. Hier in dem Fall ist es deswegen so, weil der Altersunterschied tatsächlich relativ groß ist. Wenn es jetzt zwei gleichaltrige Männer wären, wo der eine schlechter aussieht, dann genau. Also das Unfaire dabei ist offensichtlich, der Mann mit gutem Aussehen muss vielleicht gar nichts dafür tun, Frauen zu bekommen, wo du vielleicht, wenn du sehr schlecht aussiehst, kann ja sein, sehr viel tun musst, um aufs gleiche Level zu kommen wie dieser Mann. Das ist erst einmal unfair. Und es ist einfach unfair. Und Frauen erzählen dir dann vielleicht, ja, es geht nur um die inneren Werte, bla bla bla. Und natürlich geht es um die inneren Werte. Das ist ja gar nicht falsch. Aber Frauen wollen den Männern halt auch nicht unbedingt sagen, wie wichtig das Aussehen dann doch sein kann. Ja, es ist halt einfach Fakt. Und klar, politisch korrekt ist es zu sagen, hey, es geht um die Persönlichkeit, es geht darum, dass er nett ist, bla bla bla. Aber dass Nettsein jetzt nicht der Faktor für Anziehung ist, haben wir, glaube ich, auch schon öfter besprochen. Das ist einfach die Wahrheit, das ist die unbequeme Wahrheit, dass ein Mann, der enorm gut aussieht, einfach viel bessere Chancen hat und dass du vielleicht ganz, ganz viele Dinge tun musst, flirten lernen, dich als Mann weiterentwickeln und dein Leben optimieren, um zum gleichen Punkt zu kommen. Und es ist nicht mal gesagt, dass du dann an den gleichen Punkt kommen kannst. Ne? Also das ist die unbequeme Wahrheit. Du hast ein gewisses Level, was du erreichen kannst, was aufgrund deines genetischen Aussehens tatsächlich irgendwo ein bisschen festgelegt ist. Und also eine gewisse festgelegtes Grundlevel gibt es tatsächlich, ne? Das du nicht verändern kannst in den meisten Fällen. Du kannst dein Aussehen kannst du verändern und da kommen wir auch gleich zu, aber gewisse Dinge kannst du halt nicht verändern, wenn du dein Leben lang durch den Mund geatmet hast, dann hast du dein Leben lang durch den Mund geatmet, ohne das zu wissen und ja, dann ist das nun mal die Voraussetzung, mit der du dort arbeiten musst. Ne? Also, das Ganze zeigt halt, dass der Prozess ist unfair. Ne? Es ist unfair verteilt, muss man ganz klar so sagen. So, bis hierhin ist das ziemlich deprimierend wahrscheinlich. Es ist halt die Wahrheit, es ist halt der Fakt. Jetzt wollen wir aber mal weg von Deprimierenden, denn ich bin ja kein großer Fan von der Opferhaltung und wir schauen uns mal an, wie denn die meisten Männer erstmal mit dieser Wahrheit umgehen. Und da gibt es zwei ganz interessante Trends, die sich momentan so in dieser Männer-Community entwickeln. Das eine ist MGTOV oder MGTOW genannt. MGTOW sind Männer, die sich komplett von traditionellen Systemen entfernen, vielleicht ab und an Frauen daten, aber unter Umständen nicht heiraten, vielleicht keine Kinder kriegen und traditionelle Beziehungssysteme ablehnen. Also es kann auch sein, da gibt es verschiedene Stufen, dass sie einfach keine Langzeitbeziehung haben, weil sie irgendwie Angst haben davor, dass Frauen sie ausnutzen, Frauen ihnen dann ihr Haus wegnehmen, Frauen die Kinder bekommen und dann müssen sie den ganzen Unterhalt zahlen und das ist ja auch tatsächlich Realität.
Es gibt Leute, die nehmen von langfristigen Beziehungskonzepten Abstand. Es gibt dann aber auch auf der nächsten Stufe Männer, die von kurzfristigen Beziehungen Abstand nehmen, also wirklich sich gar nicht mit Frauen auseinandersetzen. Und dann gibt es auch Männer, die sich gar nicht mit der Gesellschaft auseinandersetzen und auch traditionell kein Geld verdienen und dann vielleicht irgendwie im Wald in der Hütte wohnen oder was auch immer. Also MGTOW, MGTOW heißt einfach Men Going Their Own Way, also Männer, die ihren eigenen Weg gehen. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie Männer mit dieser Wahrheit sich auseinandersetzen, momentan in der aktuellen Zeit. Die andere Möglichkeit ist die wesentlich schlimmere oder gefährlichere Möglichkeit, zumindest nimmt sie oft gefährlichere Auszüge an, das sind die Inkles, so heißt das Ganze. Das sind Männer, die ihren Hass auf Frauen, die sie ablehnen und gut aussehende Männer voll ausleben, in Foren zum Beispiel. Und manch einer von denen erlangte Bekanntheit durch Massenmord an oben genannten Personen, also Frauen, die sie ablehnen und gut aussehen und gut aussehenden Männern, zum Beispiel Elliot Rogers. Wenn du den nicht kennst, kannst du das mal nachgoogeln. Elliot Rogers war ein Student an der, ich glaube in Kalifornien hat er studiert, an der University. Und der wurde halt von Frauen nicht so richtig beachtet und hat immer die Frauen gesehen mit gut aussehenden Männern und dies und das. Und das hat ihn voll eifersüchtig gemacht. Und irgendwann und mit ein paar anderen Faktoren zusammen aus seiner Kindheit und so weiter, hat er dann Massenmord begangen, also hat einen Amoklauf gemacht quasi und hat ganz viele gut aussehende Männer und gut aussehende Frauen erschossen und getötet. Unter anderem auch wegen seiner Kindheit und so weiter. Da gibt es sehr gut dokumentierte Abschiedsbriefe von diesem Elliot Rogers. Das ist ganz interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Also so eine Form kann das halt auch annehmen. Also Inkles ist hauptsächlich so sehr deprimierte Männer, die sehr mit Hass erfüllt sind. Wohingegen zum Beispiel MGTOW, also die erste Variante, nicht unbedingt so ist. Also viele MGTOW-Channels, die ich gesehen habe, also YouTube-Kanäle, viele MGTOW-Männer, die ich habe sprechen hören, wirken auf mich irgendwie sehr, weiß ich auch nicht, deprimiert und sehr, sehr, sehr übertrieben negativ. Also das vibet mit mir persönlich nicht so, aber diese Inkel-Sache ist halt schon sehr krass. Diese Männer oder diese Ansätze haben gemeinsam, dass diese Männer oft die Fakten, also Aussehen ist ein Faktor, ist ja der Faktor, über den wir reden, in Hass, Negativität und unter Umständen Zerstörung verwandeln. Das ist natürlich subjektiv, also manche Männer gehen damit auch anders um. Viele, die ich gesehen habe in diesem MGTOW-Bereich, sind sehr negativ auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt zu diesem Inkel-Bereich kommen, dann ist da halt dieser Hass, Zerstörung auch dabei, wie in dem Fall von Elliot Rogers. Das ist natürlich nicht immer so, nicht bei allen so, aber das gibt es auf jeden Fall. Und die Tendenz dieser Leute geht eher in eine negative Richtung. Was ist mein Vorschlag in Bezug auf den Umgang mit diesem Fakt, was das Aussehen angeht? Ja, wenn du meinen Channel kennst, dann wirst du wahrscheinlich wissen, was ich dir jetzt sage. Also das Motto unseres Channels ist ja auch, ne, Manpower, Flirt, Männlichkeit, dein bestes Selbst. Und deswegen dein bestes Selbst ist hier der Fokus. Ich bin ja darauf fokussiert oder wir sind darauf fokussiert, unser bestes Selbst aus uns zu machen. Und das ist auch mein Vorschlag, mein Motto für dieses Problem oder für diese unbequeme Wahrheit. Nämlich das Beste aus sich selbst machen. Ja, mach die beste Version deiner selbst aus dir und werde damit für Frauen so anziehend wie möglich. Aber das Wichtige ist, und das ist viel wichtiger, führe ein Leben, das du selbst geil findest. Also jetzt die beste Version deiner selbst aus dir zu machen, nur damit Frauen dich attraktiver finden, halte ich für ziemlichen Bullshit. Du solltest die beste Version deiner selbst aus dir machen, damit du dich in deinem eigenen Leben wirklich wohlfühlst, damit du sagst, ja, ich habe ein Leben, das gefällt mir, ich habe ein Leben, das ist ein geiles Leben. Und ich denke, dann sind so unbequeme Wahrheiten oder Unfairheiten im Leben auch nicht mehr das große Ding. Dann denkst du dann einfach, ja, cool, ich habe ein cooles Leben, das ist halt unfair, das passt schon. Wenn du an diesen Punkt kommst, dann wirst du sehr widerstandsfähig gegen unbequeme Wahrheiten. Und deswegen finde ich es wichtig, die beste Version deiner selbst aus dir zu machen. Denn es bringt ja nichts, da rumzuheulen im Sinne von, oh Mann, ich sehe dich so gut aus. Ich habe vielleicht durch den Mund geatmet. Die Genetik hat mich nicht so gut ausgestattet. Und dann irgendwie rumzuhaten. Oh, die blöden gut aussehenden Männer und die blöden Frauen, die gut aussehen, die doch nur mit hübschen Männern was haben wollen. Das ist alles so unfair. Ich meine, das ist ja einfach nur Quatsch. Ja, damit machst du dir, dann lebst du halt nur in Negativität. Dein ganzes Leben wird scheiße. Du fühlst dich die ganze Zeit scheiße und alle anderen Lebensbereiche funktionieren wahrscheinlich auch viel schlechter und deswegen ist es halt purer Bullshit. Na, du kannst natürlich so eine Art Man Going Their Own Way machen und sagen, okay, cool, ich konzentriere mich jetzt voll auf Kunst oder auf mein berufliches Projekt oder was auch immer, aber ich glaube, dass nur das alleine vielleicht nicht sehr erfüllend sein kann, dass man auch diesen
weiblichen Teil noch mit reinbauen will. Und deswegen ist mein Vorschlag, mach die beste Version deiner selbst aus dir, um in allererster Linie erstmal ein Leben zu führen, das du selbst geil findest, aber auch um damit für Frauen so anziehend wie möglich zu werden. Und mach die beste Version deiner selbst aus dir. Wie kann das jetzt aussehen? Ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht. Das sind Möglichkeiten. Die Folie hatte ich anscheinend zweimal, dreimal, viermal. Also wie kann das aussehen? Unter anderem kann das so aussehen, dass du Fitness betreibst. Also dass du versuchst, dich körperlich so fit wie möglich zu machen. Ja, dass du versuchst, Muskeln aufzubauen, dass du versuchst, deinen Körperfettanteil zu reduzieren. Einfach, dass du so dich in die Richtung entwickelst, wie das auch in unserer Gesellschaft als anziehend definiert ist. Das ist in gewisser Weise Anpassung, ja, muss man ganz klar sagen. Kann man aber trotzdem machen. Ja, das kann man ja machen, wenn man das möchte. Sich fit halten, das ist natürlich erstmal in zweiter Linie ist es Anpassung an unsere gesellschaftlichen Normen. In erster Linie ist es natürlich auch sinnvoll, weil wenn du fett bist und übergewichtig, dann ist es einfach ungesund und dann gehst du einfach früher drauf und das ist natürlich auch scheiße. Deswegen ist Fitness ein Faktor, den du machen kannst. Du kannst dich einfach körperlich auf den bestmöglichen Stand bringen. Und ich habe schon Männer gesehen, die vom Gesicht her nicht so gut aussahen, aber die einen schönen, gut durchtrainierten Körper haben, hatten und wo ich mir dann dachte, ja cool, das gleicht das Gesicht mehr als aus. Muss man ganz klar so sagen, man kann da wirklich viel rausholen. Die zweite Sache ist natürlich Karriere und Beruf. Da haben wir schon drüber gesprochen. Also das sind alles Sachen, die dich als Menschen auch wertvoller machen. Nicht, dass du hast als Mensch nicht generell weniger wert als andere Menschen. Erstmal bist du philosophisch gesehen und vom Kern her genauso viel wert wie jeder andere Mensch. Ganz unabhängig von allen möglichen Dingen. Aber die Wahrheit ist, die unbequeme Wahrheit ist, in unserer Gesellschaft gibt es gewisse Dinge, die mehr Wert haben als andere. Das ist einfach so. Ja, in unserer Gesellschaft hat zum Beispiel ein Arzt mehr Wert als ein Müllwagenfahrer. Das ist so. Das heißt nicht, dass die Person an sich mehr Grundwert hat. Das sind beides einfach Personen, die haben den gleichen Wert. Das natürlich. Aber in unserer Gesellschaft wird das eine mehr anerkannt als das andere. Das muss man sich klar machen. Das sind einfach die Fakten. Das ist einfach die Realität. Und man kann natürlich sagen, oh, das ist kacke und das sollte so nicht sein. Und das ist ja schön. Aber es ist so. Ja, das ist wie die alte Eckhart-Tolle-Lehre, wie Meditation. Die Sachen, die so sind, wie sie sind, sind bereits so. Es macht überhaupt keinen Sinn, dagegen Widerstand zu leisten. Klar kannst du sagen, okay, ich setze mich darauf ein, dass es anders wird, aber es macht einfach keinen Sinn, dagegen Widerstand zu leisten, denn es ist ja bereits so. Dinge, die bereits so sind, da musst du keinen Widerstand dagegen leisten. Entweder du gehst dagegen vor oder du passt dich halt da an und nutzt es bestmöglich aus. Also nutzt es zu deinem persönlichen Vorteil. Das sind die Möglichkeiten, die du hast. Ne? Aber auf jeden Fall solltest du diese Sache erstmal akzeptieren und annehmen. Arbeite in deiner Karriere, arbeite in deinem Beruf. Entwicklung zum Alpha in Klammern Mann, also einfach kurze Definition zu einem Mann, der das Leben nach seinen eigenen Regeln lebt. Also, dass du schaust, hey, wie möchte ich mein Leben leben? Nach welchen Regeln möchte ich mein Leben leben? So, jetzt war ich kurz verwirrt. Das geht natürlich so ein bisschen in die Man Going Their Own Way, in diese MGTOW-Richtung, wo du einfach überlegst, wie möchte ich mein Leben leben? Ganz unabhängig davon, wie das gesellschaftlich vorgegeben wird. Erfinde deine eigenen Regeln, schau, was du möchtest und bleib dabei, sei stark im Gegenwind von anderen Personen, bleib bei deiner Ansicht, bleib bei deinen Meinungen. Hab einfach eine starke Realität, Entwicklung einer starken Realität. Das ist ja das, was meistens den netten Männern, den Nice Guys fehlt, dass sie keine starke Realität haben und sofort, wenn der Wind geblasen kommt, ganz leicht kippen sie um und ändern ihre Meinung, ändern ihre Ansichten. Und das ist halt keine Eigenschaft eines attraktiven Mannes oder eines Alpha-Mannes in diesem Fall. Gesunde Ernährung ist das gleiche hier oben wie Fitness oder beziehungsweise ist der ergänzende Bereich. Klar, wenn du dich halt, das muss man auch dazu sagen, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ich früher zum Beispiel war sehr, sehr übergewichtig. Ich war dick, ich hatte Männer-Titten und wurde immer als Tittenjunge bezeichnet. In der Schule damals war das. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Du kennst mich jetzt von meinen Videos. Ich bin nicht mehr wirklich dick. Das sieht man tatsächlich nicht, aber ich bin immer noch so ein bisschen skinny-fat, sagt man dazu. Wenn man immer noch ein bisschen mehr Fett hat, als man äußerlich denkt, wenn du mich siehst. Aber ich habe mich halt relativ früh um Fitness und eine gesunde Ernährung gekümmert und ich würde heute nicht so aussehen, wie ich aussehe, hätte ich mich darum nicht gekümmert. Hätte ich mich einfach hingesetzt und hätte gesagt, oh, ich hasse alle Leute, die gut aussehen, boah, das ist voll nervig, alle Leute, die dünn sind, ich hasse diese Leute, dann wäre das einfach dämlich gewesen und ich wäre heute nicht an dem Punkt, wo ich bin. Ich habe mich darum gekümmert, ich habe Verantwortung dafür übernommen, so wie ein Mann das nun mal macht. Er übernimmt Verantwortung für diese Dinge und setzt sich nicht hin und fängt an rumzuheulen, weil irgendwas unfair ist, sondern er sieht halt, okay, das ist unfair und jetzt übernehme ich Verantwortung für Dinge und
sorg dafür, dass ich das Beste daraus mache. So, das ist das Einzige, was du machen kannst in meiner Welt. Gesunde Ernährung gehört auf jeden Fall auch dazu. Das wird natürlich dafür sorgen, dass du länger jünger bleibst, länger jünger aussiehst, auch körperlich länger fit bleibst. Und das sind natürlich alles positive Eigenschaften für dich und auch für die Frau. Persönliche Weiterentwicklung, ganz, ganz klar. Neue Sichtweisen sehen, neue Dinge lernen. Das Lernen beginnt meiner Meinung nach erst richtig nach der Schule. Du wirst dein ganzes Leben über lernen müssen, wenn du ordentlich dabei sein willst in dieser Gesellschaft. Ich sage immer in dieser Gesellschaft, denn du musst das alles nicht machen. Du kannst dich auch einfach in eine Hütte im Wald setzen, diesen MGTOW-Weg und absolut komplett dein eigenes Ding machen. Das kannst du machen, dann musst du das alles nicht machen. Du musst das auch so nicht machen. Aber verstehst du? Du kannst dich auch in eine Hütte im Wald setzen. Aber wenn du in dieser Gesellschaft bleiben möchtest, dann schau doch einfach, dass du das Beste draus machst. Und dazu gehört dann auch zum Beispiel persönliche Weiterentwicklung. Ja, die Welt entwickelt sich immer schneller weiter. Wir müssen uns immer besser anpassen können an Dinge. Die Entwicklung ist immer schneller, alles geht immer fixer. Und wenn du dich nicht weiterentwickeln kannst, wenn du nicht lernen kannst, hast du ein Problem. Flirten lernen, auf jeden Fall. Also Aussehen ist ein Faktor, klar, aber Flirten lernen ist eben der andere Faktor. Ne? Sonst würde ich das Ganze hier auch nicht machen, sonst würde ich das Ganze ja auch nicht beibringen. Es gibt so etwas wie Flirten lernen. Ja? Flirten lernen, Kommunikation lernen, guten Umgang mit Menschen lernen, guten Umgang mit Frauen lernen in der Kommunikation, Push und Pull, diese ganzen Sachen, Flirten, das gehört alles dazu. Natürlich, Aussehen ist ein Faktor und auch ein sehr gut aussehender Mann, der so überhaupt nicht flirten kann, kann gut aussehende Frauen bekommen. Aber wenn er gut flirten könnte, würde er noch viel mehr gut aussehende Frauen bekommen. Und deswegen ist Flirten lernen auf jeden Fall ein Faktor. Du solltest flirten lernen, um optimalerweise das Beste rauszuholen mit den Frauen. Sich seinen Ängsten stellen ist ein weiterer Punkt, das ist Entwicklung zum Alpha-Mann so ein bisschen drin. Ein Mann, der sich regelmäßig seinen Ängsten stellt, der wird mutig sein, der wird sich gut fühlen mit sich selbst, der wird anziehender für Frauen sein, weil er einfach ein mutiger Mann ist und diese Frau merkt, hey, das ist ein Mann, auf den ich mich verlassen kann und wenn ich diesen Mann an meiner Seite habe, dann sieht das sehr gut für mich aus und gut in meinem Leben aus, weil ich habe einen guten Mann an der Seite, einen mutigen Mann, der sich durchsetzen kann, einen Alpha-Mann, der nach seinen eigenen Regeln lebt. Das sind alles Sachen, die dich attraktiver für Frauen machen werden, die hier stehen. Und alles Sachen, die man meiner Meinung nach machen sollte, die man optimieren sollte. Und ja, dein genetisches Aussehen ist nun mal das, mit dem du jetzt da bist. Ne? Und du kannst es, wie gesagt, mit Fitness und gesunder Ernährung ziemlich verändern. Bis zu dem Punkt, dass Leute, also ich habe Bilder gesehen, die ich jetzt hier nicht in der Präsentation drin habe, aber ich habe Bilder gesehen von Männern, die übergewichtig waren und die dann abgenommen haben und die unfassbar gut aussahen danach. Wo man vorher gar nicht gesehen hat, dass die Potenzial zum Gutaussehen haben, hatten sie es dann in dem Moment auf einmal. Das ist wirklich krass. Damit kann man unglaublich viel reißen. Deswegen, wenn du jetzt ein bisschen übergewichtiger bist, kümmere dich einfach darum und sieh mal, was dann passiert. Ne? Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also diese Sachen, das ist mein Vorschlag, mit dieser Thematik umzugehen, mit der Aussehenswahrheit umzugehen. Das würde ich dir empfehlen zu machen. Und damit bin ich auch am Ende der Präsentation. Schön, dass du dabei warst, bevor wir jetzt in die Endfolie gehen. Was du niemals machen solltest, ist in die Opferrolle fallen. Fall niemals in die Opferrolle und sei so, oh nein, das Leben ist so unfair gewesen und jetzt hasse ich alle Leute. Das Leben ist so unfair gewesen und jetzt heule ich rum und beschwere mich die ganze Zeit nur. Du willst dich ja nicht selbst beschweren. Du rennst ja auch nicht die ganze Zeit mit dem Rucksack rum, wo du Ziegelsteine drin aufbewahrst, nur um es dir selbst schwerer zu machen. Du setzt diesen Rucksack mit den Ziegelsteinen wahrscheinlich irgendwann ab und denkst dir so, ja, okay, warum renne ich mit dem blöden Ziegelsteinrucksack rum? Genauso ist es, wenn du dich beschwerst. Du beschwerst dich halt psychisch. Ja, mit dem Ziegelsteinrucksack beschwerst du dich physisch, körperlich. Und deswegen solltest du diesen Ziegelsteinrucksack, also diese Opferrolle, einfach ablegen, denn das beschwert dich nur und macht es dir schwerer. Fall nicht in die Opferrolle. Das ist definitiv kein attraktiver Mann. Und kann sein, dass ein gut aussehender Mann, der in der Opferrolle ist, aus irgendeinem Grund, immer noch mit Frauen schläft, ja, aber er wird sicherlich kein besonders attraktiver Fang für eine Langzeitfrau sein. Denn was soll denn eine Frau auf lange Zeit gesehen mit irgendeinem Opfertyp, der einfach die größte Pussy ist? Da hilft das gute Aussehen dann auch nicht mehr. Das gute Aussehen, das will ich nochmal dazu sagen, ist übrigens eher ein Faktor für kurzzeitige Sachen. Das heißt, in diesen kurzzeitigen Sachen, diesen schnellen Sexsachen, ist das gute Aussehen ein entscheidenderer Faktor als in längeren Beziehungen. Ne, das will ich am Ende nochmal ganz klar dazu sagen. In längeren Beziehungen wird natürlich
immer wichtiger deine Persönlichkeit und deine persönlichen Eigenschaften. Wenn du einfach der größte Schwanz bist überhaupt, überhaupt nicht mutig und nichts in deinem Leben geregelt kriegst, dann wird dir dein gutes Aussehen in einer langen Beziehung nicht helfen. Dann wird es keine lange Beziehung werden, weil die Frau gar keinen Bock hat, mit so einem Typen auf Dauer zusammen zu sein. Für kurzzeitige Sachen kann das einen Ausschlag haben. Für langzeitige Sachen auf keinen Fall. Und auch nicht für deine längeren Beziehungen mit Männern zum Beispiel, mit Freunden. Denn wenn du da einfach der größte Penner bist, dann hast du irgendwann keine Freunde mehr. Ja? Also das sind alles Kurzzeitfaktoren. In den meisten Fällen. Mit dem guten Aussehen. Ja? Das nur mal an dieser Stelle nochmal erwähnt, um es ein bisschen zu relativieren. Schön, dass du dabei warst. Hier wurde der Pfeil zum Abonnieren. Zeit kannst du abonnieren. Wenn du mich persönlich als dein Begleiter haben willst und ich dir beibringen soll, wie du deinen Erfolg mit Frauen auf das nächste Level bringen kannst, kannst du dich da unten für ein Coaching bei mir bewerben. Kannst dir das Ganze mal anschauen. Und unten rechts geht es zu einem Video, das ich dir persönlich empfehle, wenn du dieses Video geschaut hast. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.